Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Michael Lang, ich bin Vizerektor für Forschung und Personal und darf insbesondere diejenigen von Ihnen, die nicht so oft an der WU sind, die Gäste sind, ganz besonders herzlich begrüßen und auch diejenigen, die online heute zugeschaltet sind. Ja, ich freue mich, dass wir die Veranstaltung zumindest hybrid machen können und damit auch einen Präsenzaspekt haben. Wir haben das zu schätzen gelernt mittlerweile. Es ist nicht eine Selbstverständlichkeit mehr. Umso mehr, mir geht es zumindest immer so, jetzt in den letzten Tagen, wenn ich bei einer Präsenzveranstaltung teilnehmen darf, dabei sein darf, genieße ich das ganz, ganz besonders und ich hoffe, es geht Ihnen auch so. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema vor uns. Meins wird deins. Man kann sich fragen, die Martinsgeschichte, was macht sie hier an der WU? Aber ich glaube, der heutige Nachmittag und Abend wird zeigen, es ist die Martinsgeschichte, aber vielleicht auch ein bisschen mehr als die Martinsgeschichte. Und es ist ein Thema, das, auch wenn der erste Anschein vielleicht nicht darauf schließen lassen würde, dass doch in der Mitte, im Herzen der WU angesiedelt ist. Es geht um Güterbewegungen, es geht um die Interaktion von wirtschaftlichen Akteuren, privaten Unternehmen etc. Und es geht auch darum, um das, was unsere Werte an der WU sind. Nachhaltigkeit ist uns etwas ganz besonders wichtig und auch Responsible University und Verantwortlichkeit auch in der Gesellschaft. Auch diese Themen spielen da hinein. Also das Thema des heutigen Nachmittags, das Thema des heutigen Abends ist keins, das am Rande der WU angesiedelt ist, sondern ganz, ganz in der Mitte der WU. Und da freue ich mich wahrscheinlich genauso wie Sie schon sehr auf die Diskussion und auf den Vortrag von Bernadette Kammleitner. Danke, liebe Bernadette, auch für die Vorbereitung und ich danke auch dem gesamten Department für Marketing, das hier die inhaltliche Verantwortung trägt und gemeinsam mit unserer Marketing- und Kommunikationsabteilung hier die Veranstaltung heute aufgesetzt hat. Ja, wer am Podium sein wird und auch da muss man in Zeiten wie diesen flexibel sein, wie wir gleich hören werden, wird uns unser Moderator sagen und dann freue ich mich, dass ich dem Herrn Obrecht das Wort geben darf und dass Sie uns durch den Abend führen werden und uns die sonstigen Teilnehmenden auch vorstellen werden. Uns allen einen schönen Abend und noch einmal danke fürs Kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrtes Livestream-Publikum, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Diskussionsabend, zu dieser Veranstaltungsreihe WU Matters, WU Talks in dieser Veranstaltungsreihe, ist ja ein Fokus auf gesellschaftspolitische, auf ökonomische, auf soziale Fragen, die irgendwie im Fokus auch der Debatte stehen. Und ich denke, mit der Einleitung von Vizerektor Lang ist schon klar geworden, dass dieses Thema eben kein exotisches Thema ist, sondern gerade in Zeiten, in krisenhaften Zeiten, ganz eine enorm wichtige und vielleicht auch eine andere Bedeutung bekommt, als das in Zeiten der Konjunktur ist. Wir haben die ökologische Krise, wir haben unglaubliche Preissteigerungen, Inflationsraten wie seit Jahrzehnten nicht. Wir haben einen Aggressionskrieg ein paar hundert Kilometer von uns entfernt, der die Krisen, auch die sozialen Krisen, weiter befeuern wird und der weiter zu Diskrepanzen führt. Und all das schafft Umwelten, schafft Environments, wo die Frage nach Gebrauchtwarenökonomie, wo die Frage nach Secondhand-Märkten immer relevanter wird, nicht nur für uns, sondern auch generell für die Ökonomien in den industrialisierten Ländern, aber auch in den armen Ländern. Und darum wird es heute gehen, wenn Güter die Besitzer wechseln. Ich habe die Corona
Pandemie vorhin nicht angesprochen. Wir sind mittendrin noch und das erleben wir auch bei der heutigen Veranstaltung. Wir haben neben der einladenden Frau Professorin Kammleitner auch zwei weitere weibliche Gäste gehabt, die absagen mussten. Eine davon sehr kurzfristig wegen positiven Corona-Tests. Christine Hoch-Holdinger von dem Umweltministerium musste schon vor ein paar Tagen absagen und leider auch die Geschäftsführerin, die hier, glaube ich, noch angeführt, die Silvia Del Antonio, die Geschäftsführerin von Willhaben, hat uns auch absagen müssen. Ich wünsche uns allen einen inspirierenden Abend und darf gleich Bernadette Kammleitner um das Impulsreferat bitten, wie den meisten hier bekannt, aber ich sage es dazu, sie ist Institutsvorständin des Instituts für Marketing und Consumer Research und sie wird aus konsumpsychologischer Sicht uns einiges über den Gebrauchtwarenmarkt verraten. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, nicht zwei Mikrofone gleichzeitig, schön, dass Sie da sind. Meins wird deins. Das ist so der erste Header gewesen, den wir für dieses Thema von vornherein hatten. Und zwar aus dem Grund, weil nur wer besitzt, tatsächlich auch etwas weitergeben kann. Also Besitz ist schon mal der Staat, Besitz von gebrauchten Gütern, der eine Gebrauchtwarenökonomie überhaupt ermöglicht. Und an der Stelle ein kleiner Hinweis, wir hatten im Vorfeld einer Veranstaltung heute bereits um 5 Uhr, haben wir die sogenannte POP Collection, Possession, Ownership und Property hier an der WU eröffnet, die sich dem breiten Thema Besitz widmet und zwar aus verschiedenen disziplinären Perspektiven. Falls Sie Interesse daran haben, Sie haben vielleicht auch draußen gesehen beim Reinkommen, so dieser Plakat-Dschungel, der da steht mit lauter Fragen zum Thema Besitz, dafür zeichnen auch wir verantwortlich. Auf der Rückseite sind immer die jeweiligen Antworten. Es gibt auch eine Website, wo Sie alles finden können. Und auf der Website ist auch der Link zu dieser speziellen Sammlung in der Bibliothek. Und währenddem Sie sich den womöglich notieren, ein weiterer Hinweis, damit ich es nicht vergesse, weil es ist so wichtig, dass es nicht immer nur zum Schluss kommen sollte. Und das ist ein großes Danke an alle Involvierten. Und zwar sowohl für das erste Event als auch dieses Event. Sie sehen, es sind sehr, sehr viele Namen, die mitgeholfen haben, dass das heute hier möglich ist. Gut, zurück zum Thema. Aus zweiter Hand. Dinge einer neuen Besitzerin einem neuen Besitzer zuführen. Es hat sehr viele Gründe, die dafür sprechen. Wir haben bereits die Nachhaltigkeit gehört. Natürlich hat es auch ökonomische Gründe, die dafür sprechen. Und nicht zuletzt auch soziale. Es ist eine Möglichkeit, mit Menschen zu interagieren, mit denen man sonst nicht interagieren würde. Es hat Community-Building-Aspekte drinnen. Also es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, warum man das machen sollte. Aber am Ende des Tages gibt es ein Nadelöhr, wie bei so vielen Dingen. Und der Schlüssel zum Erfolg ist, dass es zwei braucht. Es braucht Menschen, die loslassen und es braucht Menschen, die annehmen. Wie an der Wirtschaftsuniversität nichts Neues, wir brauchen immer Transaktionspartner und ist aber im privaten Bereich, wenn es um Gebrauchtwaren geht, ganz genau das Gleiche. Und loslassen insbesondere ist nicht immer so einfach. Denn wir besitzen auch psychologisch. Also wir haben ein Gefühl für Dinge, dass die unsere sind. Dinge sind oft einmal einfach meins. Und nur weil das jetzt wer anderer kriegt, heißt das noch nicht, dass ich nicht nach wie vor das Gefühl habe, das ist meins. Und wenn Menschen dieses Gefühl haben, dann fällt es umso schwerer loszulassen. Und das ist einfach etwas, was man auch mitbedenken könnte. Diesen psychologischen Besitz kann man auf verschiedene Arten und Weisen erheben. Eine ganz simple Art und Weise ist einfach zu Menschen zu fragen, auf einer Skala von irgendeins bis meins, wie würden Sie dieses Objekt, dieses Gut bezeichnen? Und wenn wir im grünen Bereich sind, dann ist es eher meins. Je dunkelgrüner, desto stärker. Und sonst eben eher nicht. Und je nachdem, was Menschen da antworten, finden wir sehr starke Konsequenzen für alle möglichen Verhaltensweisen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben Menschen befragt. Denken Sie an das letzte Gut, das Sie gebraucht gekauft haben. Ist es für Sie? Wie fühlen Sie darüber? Wie denken Sie darüber? Wie bezeichnen Sie es in Ihren Gedanken? Ist es irgendeins? Ist es meins? Wo ist es denn da dazwischen? Und was Sie hier sehen, ist, dass die Menschen, wenn sie an gebrauchte Güter denken, die sie erworben haben, 2/3 sagen,
mehr oder minder ist es schon meins, in unterschiedlicher Stärke. Und das ist für sich genommen gar nichts Besonderes, oder doch, weil es zeigt auch, für gebrauchte Güter empfinden Menschen ein relativ starkes Besitzgefühl und das unterscheidet sich jetzt nicht wirklich von neuwertig gekauften Produkten. Es gab lange Zeit die Vermutung, dass sich Menschen schwerer tun, Dinge anzunehmen, die wir im anderen schon gehört haben. Und das stimmt in vielen Fällen sicher auch. Es ist aber nicht ein so großer Faktor, wie man meinen könnte. Spannend wird es, wenn man andere Menschen fragt, denken Sie an das letzte gebrauchte Gut, das Sie verkauft haben. Das heißt, wir sprechen von einem Gut, das war mal meins, objektiv gesehen, hat jetzt einen neuen Besitzer. Und trotzdem empfinden 38% dieses Produkt immer noch als meins. Das heißt, loslassen ist tatsächlich nicht so einfach. Und die Frage ist, wann fällt denn das Loslassen besonders schwer? Und nochmal ein paar interessante Zusatzerkenntnisse. 38% Gesamtstichprobe. Bei den 18- bis 35-Jährigen haben 28% immer noch das Gefühl, es ist meins, obwohl es mir eigentlich schon nicht mehr gehört. 51- bis 65-Jährige 50%. Das ist also deutlich höher. Und sehr spannend wird es auch, wenn man sich das Einkommen ansieht. Personen, die, wir hatten, das war unsere höchste Einkommensgruppe hier, von denen, die es angegeben haben, wie viel sie verdienen, also mindestens 2500 Euro, 33%, das ist nicht allzu weit weg vom Gesamtschnitt. So schaut es aus, wenn wir uns Menschen anschauen mit sehr geringem Einkommen. 80% derer, die ein sehr niedriges Einkommen haben, haben immer noch das Gefühl, das ist meins, obwohl sie es hergegeben haben oder hergeben mussten. Und das ist ein Faktor in der Gebrauchtwarenökonomie, der bis jetzt noch relativ wenig Beachtung gefunden hat. Ja, das ist heute das Thema hier, Loslassen, Annehmen von gebrauchten Gütern und deren Konsequenzen. Und wir haben eine kleine Studie dazu durchgeführt, was, wie, warum, wer. Ich weiß jetzt nicht, ist der Klaus Oberecker jetzt da? Ich habe ihn ursprünglich auf der Liste gesehen. Das ist eine Studie, die wir in Zusammenarbeit mit TOG durchgeführt haben. An dieser Stelle ein großes Danke an TOG, mit denen wir immer wieder Umfragen durchführen. Die Ergebnisse machen wir auch immer publik. Wenn Sie auf unserer Homepage nachschauen, unter Im Fokus, finden Sie jedes Monat irgendeine neue Erkenntnis zu irgendeinem Thema, das die breite Bevölkerung vermutlich interessieren sollte. Und diesen Februar, also vor einem Monat, haben wir wieder Daten erhoben. Wir hatten ein Repräsentativ-Sample, das heißt repräsentativ für die arbeitende Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren. Und wir haben dieses Sample dann noch einmal gesplittet in zwei Gruppen. Eine Gruppe dachte nach über Dinge, die sie gebraucht, gekauft, erworben haben. Erworben im breiteren Sinne, es musste nicht nur der Kauf sein, sondern ich habe etwas, das vor mir schon jemand anderen gehört hat. Das sind diese Annehmer. Und dann das Loslassen. Da haben wir die Personen gefragt, denken Sie an Dinge, die Sie weggegeben haben, obwohl sie noch brauchbar waren. Also das Kriterium ist noch brauchbar. Und wir haben Menschen in einem ersten Schritt eine ganze Liste von Produkten und Produktkategorien. Das ist jetzt wirklich relativ Kraut und Rüben hier. Er hat alle möglichen Bereiche abgegriffen. Wir haben geschaut, dass für jeden was dabei sein könnte zumindest. Und haben dann in einem zweiten Schritt Menschen gebeten, so, jetzt klicken Sie bitte alle diese Produkte an, die, falls Sie in der Gebergruppe waren, von denen Sie sich schon einmal getrennt haben, obwohl Sie eigentlich noch nicht schrottreif waren, die noch brauchbar waren. Und in der Nehmergruppe haben wir die Menschen gebeten, klicken Sie alle Produkte an aus dieser Liste. Ich zeige es Ihnen nur ganz kurz nochmal, dass Sie sehen, wie breit die ist. Und die vor Ihnen schon jemand anderen gehört haben. Und dann gab es natürlich die Option zu sagen, nichts davon. Weil ich generell nichts loswerde, das noch brauchbar ist oder weil ich generell nichts Gebrauchtes möchte. Oder warum, oder weil halt das Produkt, für das zutreffen würde, in der Liste nicht dabei war. Sie können schon mal raten, wie viele Personen nichts davon gesagt haben. Bei den Gebern, das war ein bisschen zu schnell im Klicken, bei den Gebern waren es 4%. Also 4% haben gesagt, dass sie noch nie eines dieser Güter gebraucht losgeworden sind. Und bei den Nehmern 5%. Das heißt, gebraucht Güter sind in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Das variiert auch nicht dramatisch stark über die verschiedenen demografischen Gruppen hinweg. Auch die höhere Einkommensgruppe hat gebrauchte Güter bekommen und gebrauchte Güter weitergegeben.
Nur ein bisschen Trivia, wovon trennen sich denn die meisten, auch wenn es noch brauchbar ist? Die Grenze, die wir hier eingezogen haben, ist einfach, wo mindestens 50% der Stichprobe angegeben haben, dass sie dieses Produkt oder diese Produktkategorie schon einmal losgeworden sind, obwohl es noch brauchbar war, sind 3 übrig geblieben aus dieser langen Liste. T-Shirts, Bücher, Schuhe. Die allermeisten Menschen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, hat diese Produkte schon einmal hergegeben, obwohl sie noch brauchbar waren. Gegenfrage? Welche Produkte überschreiten die 50%-Grenze, wenn es darum geht, sie gebraucht zu erhalten? Bücher und T-Shirts sind wieder dabei und dann kommt noch dazu Fahrrad und Spielsachen. Also 50% der Bevölkerung haben zumindest im Schnitt 4 Produktkategorien, mindestens diese, die schon einmal gebraucht waren. Ja, und dann ist natürlich die Frage, man kann Dinge auf unterschiedliche Art und Weise loswerden. Das, was wir gefragt haben, ist nur, was noch brauchbar, als sie es losgeworden sind. Und dann natürlich nachgehakt und gefragt, wie sind sie es denn losgeworden? Und nachdem man manche Dinge wie Bücher beispielsweise auch öfter einmal loswerden möchte, möglicherweise oder loswerden muss, ist es natürlich möglich, dass man mehrere Optionen anklickt. Dass man nicht nur sagt, ich habe es verkauft, sondern man kann es auch an Freunde weitergeben, man kann spenden, man kann es zu Hause in den Restmüll schmeißen oder man kann es natürlich auch zum Altstoffsammelzentrum bringen. Mehrfachnennungen möglich, ergänzt sich nicht auf 100. Und was Sie hier sehen, ist hochgerechnet wieder auf diese Gesamtstichprobe. 18% haben schon einmal ein T-Shirt verkauft, 22% schon mal weitergegeben und 42% geben an, zumindest schon einmal eins gespendet zu haben. Da zählt wahrscheinlich der Container dazu. Und es geht nicht darum, dass das immer gemacht wird. Kriterium ist, dass es zumindest einmal gemacht wurde. Also das ist jetzt... Mit regelmäßigem Verhalten muss das jetzt nicht viel zu tun haben, aber es zeigt eine generelle Bereitschaft, das zumindest irgendwann schon mal gemacht zu haben. Sie sehen natürlich, dass es sehr unterschiedlich ist für die verschiedenen Produkte. Wir haben das natürlich für alle Produkte, aber hier nur ein paar herausgegriffen. 23% geben an, schon mal ein Smartphone verkauft zu haben. Ja, und auf welche Weise erhält man die Güter? Gegenfrage. Wenn man angeklickt hat, dieses Produkt habe ich schon einmal in gebrauchtem Zustand erhalten. Wo kommt es denn her? Dann sieht man hier, da spielen die Bekannten auch eine sehr große Rolle. Also ich habe es vielleicht schon einmal erhalten, weil es mir jemand weiter geschenkt hat. Das kennen alle jüngeren Geschwister sehr gut. Es wird nicht viele jüngere Geschwister geben, die nicht schon einmal etwas gebraucht erhalten haben, einfach weil das eine ganz natürliche Quelle von Dingen ist, vor allem von bestimmten Produkten. Ja. Aber natürlich haben auch viele gesagt, sie verkaufen. Und was wir in dem nächsten Schritt gefragt haben, ist, haben Sie denn schon einmal etwas verkauft oder gekauft? Das heißt, kommt denn ein Geld, ein ökonomischer Aspekt da hinein? Wechseln gebrauchte Güter auch für Geld die Hände? Und wir haben erst gefragt, wie oft verkaufen die Loslassergruppe, die Verkäufergruppe gefragt, wie oft verkaufen sie Dinge, die sie nicht mehr brauchen? Was Sie sehen hier ist, 46% geben zumindest nicht nur manchmal an, sondern sagen, ja, mache ich immer wieder mal. Wie oft kaufen Sie? Und da sehen wir schon die schöne Diskrepanz, passiert deutlich seltener. Und so eine Asymmetrie im Hergeben und im Nehmen, die haben wir in dem Bereich sehr häufig. In unterschiedlichen Facetten. Dann ist die Frage, wer verkauft gebrauchte Güter? Sie erinnern sich, 46% über das Gesamtsample gerechnet. Frauen tun es häufiger. Wenn sich das in Summe auf die 46% ergibt, können Sie sich vorstellen, dass bei Männern nicht 46% waren, sondern waren irgendwo in den hohen 30ern. Jüngere Menschen verkaufen öfter gebrauchte Güter, als das ältere Menschen tun. Und wiederum Personen mit niedrigem Einkommen. Die Motive sind hier wahrscheinlich oft etwas anders. Auch dazu habe ich dann noch ein paar Daten. Aber was wir schon sehen ist, es ist nicht gleich verteilt in der Bevölkerung, wie oft das passiert. Es gibt einfach gewisse Bevölkerungsgruppen, die machen das öfter, das Verkaufen. Gegenfrage, wer kauft gebrauchte Güter? Können Sie sich schon mal überlegen, ob Sie irgendwelche demografischen Unterschiede vermuten würden? Gibt nicht viel. Das Einzige, was wir gefunden haben, was wirklich nennenswert ist, dass Menschen zwischen 36 und 50 Jahren öfter gebrauchte Güter kaufen als die anderen Altersgruppen. Aber wenn man sich Einkommen anschaut, Geschlecht ansieht, Bildung ansieht,
Ja, es gibt Unterschiede, aber die sind wirklich nicht besonders nennenswert. Vor allem bei der Stichprobengröße, die wir haben. Also beim Kaufen von gebrauchten Gütern finden wir deutlich weniger demografische Unterschiede als beim Verkaufen. Dann noch ein paar ausgewählte Ergebnisse dazu, wo passiert denn das? Wenn ich verkaufe, an wen verkaufe ich denn? Über welche Plattformen verkaufe ich denn? Und dann mal wieder ein paar schöne Flips. Wir haben 86% haben schon online verkauft, aber 68% haben online gekauft. Also es gibt mehr Verkäufer online als Personen, die das auch wirklich nutzen, um selbst etwas zu erwerben. Und wir haben auch einen interessanten Split beim Geschlecht. Verkaufen tun mehr Frauen als Männer. Kaufen online gebraucht, geben mehr Männer an, als Frauen gemacht haben. Wiederum mit Bedenken, es geht nur um, ob sie es gemacht haben oder nicht, nicht wie häufig das es machen, sondern es geht wieder um diese generelle Bereitschaft, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Ja, 26% haben auch schon an ihnen bekannte Menschen verkauft und 47% haben von ihnen bekannten Menschen gekauft. Das heißt, es gibt mehr Leute, die privat an ihren Umkreis verkaufen, als die vom Umkreis kaufen. Immer wieder diese Asymmetrie. 30% haben in gemeinnützigen Shops, wie bei der Carla beispielsweise, gekauft. Und das ist wenig deshalb, weil spannend ist, dass es hier keine Einkommensunterschiede gibt. Menschen mit besonders niedrigem Einkommen, für die ja dieses Angebot auch oft da ist, gehen nicht häufiger zu diesen gemeinnützigen Shops als Menschen mit hohem Einkommen. Auch Bildung macht hier kaum einen Unterschied. Wenn überhaupt, gehen Personen mit höherer Bildung öfter hin als Personen mit niedriger Bildung. Vielleicht kommen wir später dazu, da noch ein bisschen tiefer hin drauf einzugehen, auf dieses Thema von Stigma, das mit Gebrauchgütern tatsächlich noch verbunden ist. Ja, 9% haben an Second-Hand-Geschäfte verkauft und da haben wir jetzt einen Einkommensunterschied. Personen mit niedrigem Einkommen verkaufen viel häufiger an Second-Hand-Geschäfte, als das andere Menschen machen, als Personen mit durchschnittlichem oder höherem Einkommen. Ja, und warum tut man es denn? Letzte Frage, die ich noch kurz abhandeln möchte. Hier haben Sie alle Gründe, die gewählt werden konnten, wiederum Mehrfachnennungen möglich. Primär, warum verkaufe ich? Weil das Produkt noch etwas wert ist. Das ist das Argument, das von 69% der Bevölkerung genannt wird, von Frauen mehr als von Männern. Weil es eine Möglichkeit ist, etwas zusätzliches Geld zu verdienen. An zweiter Stelle. Und dieses Argument, wie es bei Personen mit niedrigem Einkommen stärker, ist bei Frauen stärker. Und eines gab es noch, das fällt mir jetzt leider gerade nicht ein. Das Platzargument, das kommt bei Personen aus der Stadt ein bisschen mehr, das ist nicht so überraschend, kommt aber vor allem auch ganz, ganz stark bei Personen mit niedrigem Einkommen. Da ist der Platz genauso eng wie das Geld. Bei Personen mit niedrigem Einkommen waren das 70%, wenn es 42% aufs Gesamte gerechnet ist. Und dann greife ich noch eins heraus, das ist, weil ich unbedingt Geld benötigt habe, 16% immerhin auf die Gesamtbevölkerung ist jetzt nicht so wenig gerechnet. Und wenn Sie sich da die niedrigste Einkommensschichte anschauen, dann sind es 50%. 50% haben schon einmal etwas gebraucht, verkauft, weil sie das Geld dringend benötigt haben. Und es ist schon ein qualitativer Unterschied zwischen ich brauche das Geld unbedingt und ich hätte gerne ein bisschen einen Zusatzverdienst. Der Zusatzverdienst ist im Übrigen bei den Jüngeren auch stärker ausgeprägt gewesen, bei der Gruppe zwischen 18 und 35 als bei den anderen. Ja, warum kaufen Sie gebrauchte Dinge? Was sind da die dominanten Motive? Gute Möglichkeit, Geld zu sparen, ist günstig, also zwei monetäre Gründe sind eindeutig ganz vorne dabei. Abgeschlagen mit 20% kommt dann der Umweltgedanke. Und was hier vielleicht spannend ist, dass eine gute Möglichkeit ist, Geld zu sparen, das ist ein Argument, das weniger kam von Menschen mit niedrigem Einkommen. Und es ist auch nicht wahnsinnig überraschend, wenn man sich überlegt, wie billig man neue Dinge teilweise kaufen kann. Und wenn man sich selbst ein Signal senden möchte, dass man, ich kann mir was Neues leisten, wenn das ein relevantes Signal ist und ich das mit sehr billigen Dingen setzen kann, dann brauche ich für diese Erwerbungen nicht unbedingt auf den Gebrauchgütermarkt zu gehen. Und was vielleicht auch überraschend ist,
weil es ressourcenschonend und der Umwelt hilft. Diese Antwort kam von den 18- bis 35-Jährigen seltener als von den Älteren. Also es ist etwas natürlich bei allen Gruppen etwas Prävalentes, allerdings bei den Jüngeren, Fridays for Future, wir hätten angenommen, dass es stärker ist, ist es aber nicht. Es ist tendenziell eher schwächer, weil diese ökonomischen Motive auch sehr, sehr stark präsent sind. Ja, komme ich schon zur Conclusio. Loslassen und Annehmen von gebrauchten Gütern, fast jeder macht. Es gibt nur ganz wenige, die es gar nicht machen, auch sehr viele in einem kommerziellen Setting, was nicht heißt, dass man ständig macht, aber zumindest schon einmal die Zehen hineingegeben hat in dieses Wasser. Es hat eine kommerzielle und eine nicht kommerzielle Seite. Verkauf und Kauf sind strukturell anders. Und etwas, das aber beide Seiten verbindet, ist, dass pragmatische Gründe dominieren. Und zwar deutlich über allen idealistischen Gründen. Und wie ich meine, ist das nicht unbedingt etwas Schlechtes, weil wenn pragmatische Gründe dominieren, dann haben die auch nachhaltig Substanz. Alles, was sehr pragmatisch motiviert ist, hält sich einfach über eine längere Zeit. Das heißt, der pragmatische Zugang kann vielleicht dazu führen, dass die idealistischen Ziele auch erreicht werden. Ja, und jetzt kommen wir los, lasse ich meine Präsentation noch los und freue mich auf die anschließende Diskussion. Dankeschön. Frau Kammleitner, herzlichen Dank für die tolle Präsentation mit den spannenden Inhalten. Bitte, ich darf Sie hier in die Mitte bitten. Ich darf noch einen Satz zum Ablauf des weiteren Abends sagen. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, dreiviertel Stunde etwa, für eine Diskussion zur Vertiefung dieser Inhalte, die präsentiert wurden und darüber auch hinausgehend. Und dann sind Sie herzlich eingeladen, sich auch zu beteiligen. Wir haben genug Zeit bis etwa 19:30 Uhr, 19.30 Uhr mit Statements, mit Fragen, mit Kritik, mit Ihren Ausführungen. Und ich möchte auch das Publikum im Livestream auffordern, sich des Chats zu bedienen. Hier können auch Fragen hineingeschrieben werden oder Statements. Wir haben eine Kollegin im Saal hinten, die ihre Anmerkungen sammelt und uns dann auch zur Kenntnis bringen wird. Ich habe eingangs die Kolleginnen erwähnt, die nicht zu uns kommen konnten. Und umso froher bin ich, dass ich einen Gast hier ankündigen kann, die es geschafft hat, trotz Corona zu uns zu kommen und heute teilzunehmen. Ja, trotz der allgemein verzwickten Situation, da muss man bei Autorinnen, jetzt habe ich schon weggenommen, muss man wahnsinnig aufpassen, was man wie sagt. Also, Nuno Kalla, sie ist Autorin, sie ist Umweltaktivistin, sie ist Nachhaltigkeitsberaterin, das steht alles irgendwo. Sie ist Bloggerin. Und sie wurde 2013, war das, mit einem Buch, das war sehr erfolgreich, auch ziemlich bekannt, wenn ich das so sagen darf. Das Buch titelte Ich kauf nix. Und das war, vielleicht erzählen Sie dann auch noch ein bisschen darüber, das war eigentlich der Bericht über eine, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen provokant, Selbstkasteiung. Frau Kaller hat ein Jahr lang, wie haben Sie das genannt, ein Shopping? Der Verlag hat mir das Wort Shopping-Diät aufs Auge gedrückt. Das war's, Shopping-Diät. Eine Shopping-Diät hat sie gesagt. Genau. Ja, Shopping-Auszeit habe ich es eigentlich. Eine Shopping-Auszeit. Aber sie hat sich weiter mit dem Thema Konsum, Konsumieren, Nachhaltigkeit beschäftigt. Und das ist sozusagen, das hat resultiert in ein neues Buch. Oder in ein relativ neues Buch. Und das heißt jetzt nicht, ich kauf nichts, sondern das heißt, kauf mich. Und hat auch auf einen Untertitel, nämlich auf der Suche nach dem guten Konsum. Das können wir dann diskutieren, was der gute Konsum ist. Und sie stellt in Anlehnung an Paul Watzlawick, einige von Ihnen werden ihn kennen, der berühmte sozusagen österreichisch-amerikanische Soziologe,
fest, dass man ja nicht nichts kaufen kann. Man konsumieren. Kann nichts konsumieren, verzeihen Sie. Bevor ich Frau Kahler zum ersten Statement bitte, möchte ich aber Frau Kahnleitner noch ganz kurz zu ihrer Präsentation sagen, die wirklich sehr eindrucksvoll war. Ein bisschen widersprüchlich waren für mich zwei Sachen. Und die möchte ich jetzt ganz kurz aufgreifen und bitte um vielleicht eine kurze Vertiefung. Sie haben ganz eingangs haben Sie eben gesagt, dass einerseits 80% irgendwie sozusagen involviert sind in dem Geschehen und dass es eigenartigerweise so ist, dass man sich auch mit gebrauchten Gütern schnell identifizieren kann. Sie haben gesagt, Sie hätten die Grundannahme wäre eher gewesen, Konsumismus und so, man freut sich besonders über neue Güter und identifiziert sich da damit. Da würde ich Sie bitten, dass Sie das noch ein bisschen näher darstellen, warum offenbar so eine leichte Identifikation mit dem Gebrauchten doch stattfindet. Also warum Ihre Grundannahme ein bisschen widerlegt scheint. Das war das Erste. Und das Zweite, Sie haben gesagt, anhand diverser Daten, dass offenbar der Umgang mit gebrauchten Gütern in unserer Gesellschaft angekommen sind. Sie haben das genauso formuliert und doch haben Sie gesagt, es gibt noch irgendwo ein Stigma. Das war für mich auch ein bisschen widersprüchlich. Ich bitte eingangs, dass Sie darauf jetzt noch Bezug nehmen. Gut, dann fange ich vielleicht mit dem Stigma an. Wir wissen es aus der Literatur schon sehr lange, dass gebrauchte Dinge, da haftet ja noch der Vorbesitzer ein bisschen dran. Das heißt, ich habe ja noch das Gefühl, es ist vielleicht noch nicht ganz frei. Und auch bei der Spende, der Spendenempfänger ist immer ein bisschen stigmatisiert, weil er in einer Position ist, wo er nicht der Erste war oder sie nicht die Erste war, sondern immer quasi die Position des Zweiten, dessen, der kriegt, was übrig bleibt. Und daraus kommt ein sehr tief sitzendes Stigma, das wir auch in manchen Produktkategorien noch finden, wenn man Projekt zum Thema Foodsharing, wo das ein großes Thema ist, wo Menschen Lebensmittel von anderen teilweise eben nicht annehmen, weil es einfach ein bisschen stigmatisiert ist, die Reste der anderen nehmen. Bei vielen physischen Gütern ist das Thema nicht mehr so da. Und das hat mehrere Gründe und das führt, glaube ich, auch als, ist auch, glaube ich, ein bisschen eine Antwort zu Ihrer ersten Frage. Auf der einen Seite muss man sagen, dass Menschen viel professioneller damit mittlerweile umgehen. Und ich glaube, insbesondere die jüngere Bevölkerung. Es werden Dinge schon gekauft mit der Intention, die später möglicherweise wieder zu verkaufen. Das heißt, da wird die Schachtel behalten, das wird auf Tip-Top-Zustand gleich wieder poliert. Das heißt, die Spuren des Vorbesitzers werden von vornherein schon einmal eher minimiert. Das findet jetzt deutlich häufiger statt, als das noch stattgefunden hat in den Anfängen der Secondhand-Bewegung. Und das nächste ist, dass einfach es auch sozial akzeptierter geworden ist. Also teilweise, je nachdem, in welchem sozialen Gruppe man ist, wie es gibt viele Gruppen, die es eigentlich als cool sehen, etwas Gebrauchtes zu haben, weil das was einzigartig ist und das ist auch bei den Motiven immer wieder herausgekommen, die Einzigartigkeit von etwas, das ich über Secondhand erhalten kann, ist ein Kaufgrund, ist ein Grund, warum ich mir das suche. Da weiß ich, in der Art hat das niemand anderer. Und dann gehört, und das hängt auch ein bisschen mit einer anderen Forschung zusammen, die wir durchgeführt haben, was dem Stigma entgegensteht, ist Geschichte. Geschichte eines Objekts bedeutet, dieses Objekt ist einzigartig. Das, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, diese Geschichte, das heißt, jemand anderer will es nicht mehr, aber wenn ich aus der Perspektive des Produkts mir das überlege und denke, okay, dieses Produkt kann mir etwas erzählen, dann wird dieses Produkt plötzlich einzigartig. Das funktioniert beispielsweise auch sehr gut bei Upcycling-Produkten und selbst das ist ein Narrativ, das sogar auch gut funktioniert bei Secondhand. Also dieses, es hat Geschichte, es hat schon was erlebt, dadurch wird es ein bisschen einzigartiger. Und das habe ich natürlich bei Secondhand auch. Nun, Karl, wir werden natürlich über Ihre Bücher sprechen, aber wir haben ja hier erwartet, die Frau Dell'Antonio, und da Sie sich sehr auch mit anderen Dingen beschäftigen als mit Ihrer Konsumdiät, möchte ich Sie doch eine Frage zu Willhaben stellen. Willhaben, und das wäre meine Einstiegsfrage, das gebe ich offen zu an die Frau Dell'Antonio gewesen, wäre gewesen, das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Erstens als regionales, also österreichspezifische digitale Plattform, digitaler Flohmarkt, aber es ist gelungen,
den Umsatz in den letzten 10 Jahren mehr als zu versiebenfachen. Sie haben mittlerweile 300 sozusagen Beschäftigte bei Willhaben. Das heißt, man kann sagen, so, es ist auf der Nutzerseite offenbar sowohl was das Angebot als auch die Nachfrage betrifft eine Erfolgsgeschichte. Was macht Willhaben für den, die Konsumentin, den Konsumenten so attraktiv von ihrer Wahrnehmung her? Ich war jetzt kurz ein bisschen geschreckt, weil ich nicht gewusst habe, ob das jetzt eine Willhaben-Prüfungsfrage wird. Aber das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung. Genau, die eigene Erfahrung damit. Das interessiert uns. Es ist Willhaben und wir sprechen jetzt vom Marktplatz von Willhaben. Und das ist schon vielleicht eine wichtige Hintergrundinfo. Mit dem Marktplatz auf Willhaben, mit den Privatinseraten, macht Willhaben so gut wie kein Geschäft. Sondern das rennt über die professionellen Anbieter beim Autoverkauf zum Beispiel und so weiter. Immobilien, ja. Genau. Da kommt das Geschäft her. Der Marktplatz selber, das ist wiederum jetzt eben für die Endkonsumenten und Konsumentinnen der große Vorteil. Es kostet mir nichts, da jetzt ein Inserat online zu stellen. Und wenn ich nach etwas suche, kann man wirklich sehr, sehr einfach runterbrechen auf, wie teuer soll das Ding sein, wo soll es sein, können die mir das liefern, das kann man alles mit wenigen Klicks machen. Und das ist das große Geheimnis von allen Online-Plattformen, je weniger Klicks, je besser die Convenience, je einfacher es zu erreichen ist, desto besser. Was die Einzigartigkeit auch angeht, jetzt wirklich ganz persönliche Erfahrung, für die Einzigartigkeit gehe ich in Geschäfte, für die Einzigartigkeit gehe ich stöbern. Und das ist auch etwas, was ein bisschen weggefallen ist bei der Präsentation, warum wir eigentlich überhaupt konsumieren, was es eigentlich in uns auslöst. Und es ist, ja, der Neukauf ist es hauptsächlich, aber es ist inzwischen dankenswerterweise, weil es zum Trend wurde, auch bei Secondhand schon so, dass man jede Kaufhandlung, da hast du einen Dopaminausstoß, da schüttet es dir die Glückshormone durchs Blut. Und zwar nicht in dem Moment, wo das Ding in meinen Besitz übergeht, wo ich bezahle, sondern vorher schon. Weil wir ein Produkt in der Hand haben und sofort ein Bild im Kopf haben, welchen Einfluss dieses Ding auf unser Leben hat. Eine coole, zum Beispiel, ich bin, kurz mal nachdenken, bis auf die Schuhe, von oben bis unten in Secondhand gekleidet. Und wie ich diese Jacke in der Hand gehabt habe, die mir viel zu groß ist, war das trotzdem ein, yeah, cool, endlich, die kann ich darüber anziehen und darüber und die schaut super aus und das mag ich und spitze. Da habe ich mich schon gefreut. Nicht erst, wie ich erfahren habe, dass sie 4 Euro kostet. Das war zusätzlich recht leibend. Und das ist halt noch so ein Aspekt, es ist halt viel günstiger. Ich meine, man soll vielleicht nicht zum Primark fahren, aber es ist viel günstiger. Und diesen bei Willhaben kannst du wirklich sagen, ich suche ein bestimmtes Produkt und ich weiß, weil es einfach alles inzwischen Secondhand gibt, das finde ich auch auf Willhaben. Das ist, glaube ich, das große Erfolgsgeheimnis. Naja, allein im September 2021 wurde 76 Millionen Mal die Plattform benutzt, angeklickt. Also das ist ja ein wahres Dopamin-Fegefeuer, was sich dann entfaltet hat, nach Ihren Aussagen. darf ich kurz auf das Stigma auch noch eingehen? Unbedingt. Weil das passt da auch noch dazu. Es ist, und das beobachte ich schon eine ganze Weile, das ganze Thema Secondhand, dadurch, dass sich Umweltorganisationen seit Jahrzehnten den Mund fusselig reden, was das Ressourcenthema angeht, was die Produktion, die Produktionsweise von Neugütern angeht, den Transport und so weiter, ist Secondhand doch wirklich zu einem beobachtbaren Trend geworden. Und das ist auch gut, weil wenn die Opinion Leader sozusagen den Trend aufnehmen, dann meandert sich das in die Breite. Wir sind da, wie die Untersuchung gezeigt hat, jetzt auch schon in einer Breite. Ich habe den Faden verloren. Wollte jetzt noch was ganz Spannendes Zweites sagen. Bitte. Gut. Das heißt, das widerspricht so ein bisschen dieser Stigmatisierung. Und wenn wir das internalisiert haben, dieses Secondhand-Kaufen ist gut für die Umwelt, dann ist Willhaben auch eine ganz ehrlich super Ausrede, sich die Dinge zu kaufen, die man eigentlich nicht so wirklich dringend braucht. Weil sie sind eh Secondhand. Ja, zu der Frage Ökologie, Nachhaltigkeit kommen wir noch. Sie wollten was anfügen. Darf ich das mit einer Frage verbinden? Ja. Gleich die Frage dazu stellen. Das ist eine Wissensfrage, die mich interessiert.
ich nehme an, Sie können es beantworten, werden solche Plattformen kuratiert? Also wer ist in ethischer Hinsicht verantwortlich? Weil man kann ja bei Willhaben, wir haben uns ein bisschen angeschaut, von Nespresso-Kapseln bis hin zu Fläschchen, wo Sand drinnen ist aus bestimmten Weltgegenden oder von bestimmten Stränden, sehr viel erstehen. Das Angebot ist ja sehr bunt, aber gibt es da so eine Art von, Kuratierung des Angebots oder kann man da alles reinstellen, was man will? Man kann alles reinstellen, was man will, de facto. Aber natürlich, also was nicht strafrechtlich, ja, was jetzt nicht strafrechtlich inkriminiert ist. Gestohlen soll es nicht sein. Ja. Prinzipiell ja. Also ich habe noch nie gehört, dass es irgendwo ein Limit gäbe zu dem, was man anbieten könnte. Die Frage ist nur, wie schafft man es denn, dass die Leute das finden? Wie viele Leute gehen denn nach Sand von einem bestimmten Strand suchen? Ich zum Beispiel. Ja, also ich bin begeistert, dass sie das gefunden haben. Also Kuratierung in dem Sinn, dass man natürlich immer irgendwelche Algorithmen dabei hat, die beschließen, was denn jetzt nach vorne kommen sollte und welche Kategorien man anbietet. In dem Sinn ja. Aber vielleicht weißt du dazu mehr. Aber das war eigentlich, darf ich noch zum Stigma was dazu sagen? Und zwar, ich glaube, das mit der Coolness und mit dem Trend, das stimmt völlig. Wir hatten auch eine der Fragen, die wir dabei hatten, ist, ich mache das, weil es cool ist. Und es haben fast keine Menschen angeklickt. Allerdings schon 9% der unter 35-Jährigen, und die sind dann auch alle im städtischen Bereich gewesen und Bildung war relativ hoch. Da ja, aber sonst nicht. Also und ich glaube, was man einfach ein bisschen nicht vergessen darf, ist, es gibt einfach, und ich glaube, das ist in den Daten relativ klar auch geworden, es gibt die zwei Seiten, des Wollens und des Müssens. Ja. Und es gibt einfach Menschen, für die ist das eine Notwendigkeit, Secondhand zu verkaufen auch, ja, und manche Dinge, die man sich sonst einfach nicht leisten kann, auch gebraucht zu kaufen. Und in dem Moment, in dem ich etwas tun muss, weil ich mir das andere nicht leisten kann, ist es Stigma. Ja. Ist es, ich kann etwas nicht, das andere können, und das ist, weil ich in einer schwächeren Position bin als andere. Also das Stigma, es stimmt, es gibt diese Gegenbewegung, aber dieses Stigma innerlich loszuwerden, gelingt nicht jedem und aus nachvollziehbaren Gründen. Und was auch zum Stigma noch dazukommt, ist, es ist immer die Frage, auch von welchem Kulturkreis sprechen wir. Bei uns westliche Welt, sage ich jetzt mal so pauschal gesagt, ist es sehr cool, Secondhand, Upcycling, Recycling etc. Aber ich erinnere mich an unglaublich viele Studien, die wir teilweise mit WU-Studierenden durchgeführt haben und wo man, wenn man nicht fragt, aus welchem Kulturkreis seid ihr, einfach schnell einmal übersieht, dass beispielsweise russische Studierende einen völlig anderen Zugang dazu haben, tendenziell, ja. Und die zu uns kommen, sind wahrscheinlich eh noch diejenigen, die auch eher so ticken wie österreichische Studierende. Aber neu, etwas neu zu haben, die erste Person zu sein, die etwas besitzt, das davor noch niemand anderen gehört hat, das hat eine Qualität, die in vielen Kulturkreisen einfach wirklich Wert stiftet. Und vor allem, wenn ich mir das vielleicht nicht bei allem leisten kann, dann hat das eben etwas, das Nicht-Neu-Haben zum Stigma macht. Na, das korreliert ja auch mit Ihrem empirischen Ergebnis, genau, dass 80% der einkommensschwachen Befragten sagen, sie haben das Gefühl, dass sie eben nicht loslassen konnten, genau, und dass das Ding oder das Gut, genau, noch ihnen gehört. Nicht? Ganz genau. Bitte. Ich bin ja immer noch drin, ich bin eine Kommunikationstante und zwar seit Ewigkeiten. Ich habe im Journalismus gearbeitet, ich habe als Pressesprecherin und so. Also für mich ist das Ding, wie kommuniziert man etwas, was ist die Geschichte, ist das Spannende. Und für mich ergibt sich daraus ganz klar, dass das der Weg, der jetzt begonnen wird, ganz unbedingt weitergegangen werden muss. Dieses, hey, es ist das Coolere, unter Anführungszeichen, Secondhand zu kaufen, weil du damit dieses Gefühl des Müssens erleichterst. Und da sehe ich eine Riesenaufgabe, dass das sowohl von Seiten einer Industrie als auch von Seiten von Spendenorganisationen in dieser Form kommuniziert wird. Ich bin aber sehr, sehr sicher, dass das auch passieren wird in den nächsten Jahren, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, momentan wachsen Secondhand-Plattformen wie die Schwammerl aus dem Boden. Es ist unfassbar. Und dann schaut man sich, zum Beispiel habe ich entdeckt, jetzt, ich glaube, das ist jetzt circa ein Jahr her, hat Selpi den Markteinstieg in Österreich gemacht. Und ich habe mir gedacht, wahnsinnig coole Website, super kuratiert, extrem gut gemacht, toll. Eigentlich das, was ich bei Willhaben kritisiere, ist bei der Kleidung,
Jo, Kraut und Ruben. Also das ist einfach viel besser sortiert bei Selpi. Und dann habe ich mir angeschaut, wo kommen die eigentlich her? Ah, die sind schwedisch, das ist ein schwedisches Startup, na schlau. Und dann habe ich gesehen, wer hat sich mit 70% eingekauft? H&M. Und es hat, Zalando ist auf der Secondhand-Welle, H&M ist auf der Secondhand-Welle. Sie alle schwimmen sie das, weil sie wissen, dass das ein Zukunftsthema ist. Und das ist da auf irgendeinem Punkt, das ist jetzt ein bisschen pessimistisch, auch wurscht sein wird, ob es aus dem Wollen oder aus dem Müssen kommen wird, weil wir alle irgendwie beim Müssen landen werden. Nun, Carla, kommen wir von der Coolness zur Nachhaltigkeit. Sie haben schon angedeutet. Hey, das Gleiche. Ah ja, das werden wir dann sehen. Ausrede, ist es das Gleiche? Großes Fragezeichen, weil es gibt ja so Modelle wie die nachhaltige Konsumpyramide und da findet sich ja das Gebrauchtkaufen ganz oben. Es beginnt ja sozusagen ganz unten, das Nutzen, was man hat, das Reparieren, was man hat, Ausleihen, Tauschen, was immer und irgendwie kurz vorm Neuen kaufen. Also hat das, ich tue ja Ihre eigene rhetorische Frage damit jetzt aufgreifen, ist es ein Schmäh, ist es eine Ausrede, inwiefern hat das Gebrauchtkaufen tatsächlich mit ökologischer, nachhaltiger, sinnvoller und auch effektiver Orientierung zu tun? Ja, da sind wir jetzt beim guten Konsum, gar nicht zwingend beim nachhaltigen Konsum. Weil dorthin wollten wir ja, das schön. Ist ja der Untertitel Ihres Buches. Der nachhaltige Konsum, also das Wort Nachhaltigkeit wird ja jetzt schon vielfach missbraucht. Ja. Und das war eigentlich eine Initialzündung für mein Buch, weil ich war 6 Jahre lang Konsumentensprecherin bei Greenpeace und ich habe die irrsten Anfragen reinbekommen. Also Anfragen wie zum Beispiel, ich habe jetzt alles Plastik aus meiner Küche entfernt. Was soll ich nachkaufen, Edelstahl oder Glas? Was ist nachhaltiger? Wo ich mir denke, das wäre jetzt nicht sehr schlau, was du gemacht hast, weil das langlebige Plastik, dass du nicht, wo jetzt kein Mikroplastik entsteht, wenn du es wäschst oder dass du bitte nicht in die Mikrowelle tust, aber dass einfach das lang hält, dann bitte behalt das. Das tut dir auch gesundheitlich nichts, solange du nichts ganz Heißes drankommen lässt. Und da kam ihm dieser Gedanke, wenn ich jetzt alles in Öko-Bio, Demeter links drehend bei Mondschein geerntet konsumiere, dann ist das, aber nicht reduziere, wie viel ich eigentlich konsumiere, dann ist es ja eigentlich nur eine andere, ein bisschen teurere Seite der gleichen Konsumismusmedaille. Das heißt, das Zauberwort ist die Reduktion. Also dieses wirkliche Überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Und ja, da kann ich mich wirklich auch selber an der Nase nehmen. Ich habe letztens selber, ich nehme mich ja selber rasend nicht ernst. Ich teile mir seit kurzem ein Büro mit mehreren Leuten und einer dieser Kollegen stand dann da mit einem Milchschäumer und ich denke mir, was ist denn das wieder für ein Klumper? Das ist das nächste Teil, das herumsteht, Blödsinn. Circa eine Woche später war ich auf Willhaben und habe mir so ein Teil gesucht für meine eigene Küche, weil ich es so toll finde. Brauchen tue ich es nicht. Das sind die Punkte, wo man sich dann selber austrickst. Und da muss man sich halt wirklich bei der eigenen Nase nehmen. Aber wer sich wirklich überlegt, und es ist ja auch okay, sich hin und wieder sowas zu gönnen, aber die grundsätzliche Überlegung in Richtung nachhaltigen Konsum ist die, brauche ich es wirklich? Frau Kammleiter, es ist gerade gesagt worden, Reduktion ist das Zauberwort. Ja. Auch eine Frage zusätzlich zu dem, was Sie replizieren wollen. Es war noch nie so leicht möglich, einmal gekauftes schnell und komfortabel und leicht loszuwerden. Ist das nicht ein Rebound-Effekt? Tut das nicht den Konsum und damit auch die Produktion erst recht ankurbeln? Ja. Also bitte. Was jetzt der Netteffekt ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber Sie sprechen einen extrem wichtigen Faktor an und der ist vor allem auch bei Jüngeren ausgeprägter. Wenn ich mir nicht sicher bin, brauche ich das oder brauche ich das, aber ich weiß, naja, wenn ich es dann nicht mehr brauche, kann ich es eh mit gutem Gewissen gleich wieder loswerden, genau. Dann ist die Versuchung auch mehr Neues zu kaufen einfach entsprechend größer. Also das ist auch in den Daten belegt. Also es gibt das Potenzial für einen Rebound-Effekt. Der Netteffekt, wie gesagt, weiß ich nicht sicher, aber es de facto alles, was neue Ressourcen in den Markt bringt, ist eben nicht nachhaltig. Ja? Also ein Kreislauf, wo man sich überlegt, okay, ich verkaufe eines meiner Dinge und kaufe mir ein neues Gebrauchtes, ist de facto absolut in Ordnung, keine neuen Ressourcen ins Spiel gebracht, außer das, was halt mit der Transaktion involviert ist, aber alles andere ist de facto ein Rebound. Na, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass es Produkte gibt, die gebraucht einfach gescheiter sind. Und dass sich das glücklicherweise herumspricht. Also ich liebe Küchengeräte aus den 70ern und 80ern. Die überleben mich.
Während ich, glaube ich, beim dritten Stabmixer in den letzten, 10 Jahren sind, weil die Dinger, die neu produzierten, und dann sind wir beim Punkt der geplanten Obsoleszenz, die gehen kaputt. Mhm. Und das spricht sich inzwischen schon auch herum, dass in vielen Bereichen das Ältere oft die bessere Qualität hat. Du hast das zum Beispiel auch bei der Textilproduktion, hast du teilweise Leute, die ganz bewusst danach suchen, nach zum Beispiel, also nicht nur Vintage, das ja ein eigener Modetrend ist, sondern auch die Sachen, die der H&M vor 15 Jahren gehabt hat, die halten besser. Die beobachten das selbst und suchen dann bewusst nach den älteren Stücken. Und das ist auch aus kommunikativer Sicht wieder eine Opportunity. Ja. Frau Kammleiter, ich möchte jetzt etwas ganz Grundsätzliches ansprechen. Mhm. Auch ein bisschen deswegen, weil wir den schönen Film vorhin gesehen haben. Da waren einige von Ihnen schon im Saal. Es hat die Eröffnung gegeben der Pop-Bibliothek. Mhm. Und da war ein kurzer Film, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von den unterschiedlichsten Disziplinen über Besitz und Ownership nachdenken. Sie haben die Interviews geführt und da möchte ich doch ein bisschen nachhaken. Es hat Mitte der 70er Jahre der Sozialpsychologe Erich Fromm, das kennen Sie sicher, ein bemerkenswertes Buch geschrieben, das ist auch ein Weltbestseller geworden, Haben oder Sein, die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Und er hat ein Motiv aufgegriffen, das man schon bei Franz von Assisi findet, das nämlich Besitz eigentlich dem seelischen Wohlbefinden widerspricht und eigentlich von diesem Wohlbefinden auch ablenkt. Jetzt ist die alte Frage natürlich, die auch in diversen Kritiken an Kapitalismus, an Neoliberalismus und so weiter gekommen ist, immer wieder über die Jahrzehnte und über die Jahrhunderte wurde gesagt, naja, die Wirtschaft tut so, als würde menschliche Bedürfnisse befriedigt werden, aber durch PR, Marketing, jetzt Social Media, durch sozialen Druck werden künstlich unter Anführungszeichen Bedürfnisse geschaffen, die dann eben zur Produktion Anlass geben. Wie ist das aus Ihrer Sicht, dieses Verhältnis zwischen Besitz, seelischem Wohlempfinden und auch, finde ich total interessant, Sie haben es angesprochen, unserer eigenen Gesellschaft, weil das ist in einem dieser Filme auch rausgekommen, das ist schon in anderen Gesellschaften, die zum Beispiel kollektivistische Besitzbegriffe haben oder Familienbesitz, wo der individuelle Besitz nicht so wichtig ist, ganz anders. Mhm. Bevor ich die Frage beantworte, den Film kann man sich anschauen, er ist für alle zugänglich mittlerweile auf wuac.at/mcore/mine. Da finden Sie alle möglichen Informationen zum Thema, inklusive diesen Film, den Sie sich da gerne anschauen können. Ja, also Erich Fromm hat den Besitzbegriff, zumindest in meiner Lesart, einfach auch ein bisschen anders verwendet. Und zwar als eine Art Geisteshaltung. Also als eine, warum will ich Dinge haben? Will ich Dinge haben um des Habens Willens? Oder geht es mehr darum, dass ich damit auch etwas bewirken kann in der Welt? Also dieses Haben versus Sein, das Sein, ich bewirke etwas in der Welt, das Haben, ich habe die Dinge für mich, die damit ein anderer nicht haben kann. Und ungesund wird es immer dann, wenn dieses possessive Element, dieses ich will es für mich haben und nicht, weil ich damit etwas bewirken kann, überhand nimmt. Also Besitz an sich, was wir dezidiert wissen, ist, dass es unglaublich Zentrales ist fürs Menschsein. Also wir merken es ja alle, also ohne unsere Besitztümer wären wir jetzt nicht hier. Man kann nichts erledigen ohne, oder nicht so sehr wenig erledigen. Ja. Kleidung hält uns warm, die Kontaktlinsen helfen mir sehen, das Mikrofon hilft uns, dass ich zu vielen Menschen hier sprechen kann, die Technologie, Besitztum der WU ermöglicht uns einfach jetzt auch die Nachricht zu verbreiten. Ja. Wir schaffen unsere Identität über die Dinge, die wir haben. Dinge geben uns ein Gefühl von Sicherheit. Also es gibt schon sehr viele, sehr positive Elemente im Besitzen, aber natürlich gibt es diese Schattenseite und die kann sehr ausgeprägt sein. Vor allem, wenn es darum geht, ich will es einfach nur um das Haben Willens haben. Und das ist ja natürlich ein Element. Das kann aber bei Secondhand genauso sein wie bei Neuprodukten. Ich darf jetzt Sie bitten und auffordern im Saal, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Beiträge haben, Statement, wie gesagt, Kritik, melden Sie sich, stehen Sie auf, reden Sie mit uns und ich darf auch die Kollegin bitten, wenn Anfragen
vom Chat sind, dass sie uns vielleicht da ein- oder zweimal zur Kenntnis bringt. Keine Frage, dann bitte schreiben Sie uns, Livestream-Chat. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Sie können ja auch noch nachdenken, ob Sie sich melden wollen. Nuno, Karl, wie ist das mit dem Besitz? Können Küchengeräte einen Einfluss auf das Weltgeschehen haben oder befriedigen Sie doch eher das, die Habenseite, die der Erich Fronda beschreibt? Meine Küchengeräte haben mehr so einen Einfluss auf meine persönliche Stimmung, aber das ist eine andere Geschichte. Im Sinne von seelischem Wohlbefinden. Im Sinne von manchmal will ich sie aus dem Fenster hauen, wenn sie nicht funktionieren. Natürlich, Besitz schafft Identifikation, da gibt es überhaupt keine Diskussion darum. Und es ist, deswegen stelle ich ja auch die These in den Raum, man kann nicht konsumieren, weil wir alle müssen essen, wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf, also hoffentlich alle. Es gibt auch Studien, die wirklich sagen, dass das Wichtigste für die psychische Gesundheit, das Allerwichtigste ist die Sicherheit des Wohnens. Plus, wir können jetzt nicht alle nur mit dem Feigenblatt herumrennen. Das heißt, wir brauchen auch Kleidung und wir müssen uns auch wärmen im Winter. Und natürlich schaffen wir uns daraus eine Form der Identifikation. Und sogar die Leute, die sagen, mir ist das völlig wurscht, was ich anziehe und mir ist das völlig wurscht alles, das ist ja auch wiederum eine Form der Identifikation. Also das ist, daran kann man überhaupt nicht rütteln. Ja, Besitz schafft Identifikation. Das Ding ist nur, ich glaube, dass wir, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, dass wir in den letzten 30 Jahren, also ich setze meistens, für mich ist so, die Anfang der 90er sind für mich so dieser Knackpunkt, wo einfach die Globalisierung durchmarschiert ist. Seit diesem Zeitpunkt wurden wir sehr, sehr stark sozialisiert auf diese Identifikation durch Konsum, weil die Menge der Konsummöglichkeiten in allen Einkommensklassen massiv zugenommen hat. Du kannst dir volle Outfits um 20 Euro kaufen, du kannst dir aber auch volle Outfits um 20.000 Euro kaufen. Du kannst dir die Wohnwand bei einem Billighersteller um 200 Euro kaufen, du kannst dir aber auch aus irgendeinem super seltenen Holz und Diamanten geschmückt und was weiß ich was, um ein horrendes Geld kaufen. Und das ist alles Identifikation, aber wir haben alle viel mehr Möglichkeit bekommen. Das war also das Ding mit, ich muss jetzt auf eine Einrichtung sparen, das gibt es fast nicht mehr. Während meine Eltern, bei denen war das noch so, da wurde dann wirklich massiv investiert in die Wohnzimmereinrichtung und die hängt jetzt noch. Darf ich Zwischenfrage an die Ökonomen, stimmt das wirklich auch für die einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, da kann ich jetzt nicht mit Sicherheit, sagen. Ich wollte vielleicht noch einen anderen Punkt hineinbringen, einmal in die Diskussion. Und das mit dem Sparen auch. Ja. Mir ist eben aufgefallen, dass diese Identifikation durch Konsum, auch durch die Werbung, Geiz ist geil, weil ich es mir wert bin, der ist aus den 60er Jahren. Hat da schon angefangen. Begonnen haben, uns selbst in der Rolle des Konsumenten, der Konsumentin viel stärker wahrzunehmen und andere Rollen zu vergessen. Und das ist ein großes Plädoyer, wo ich bei Kauf mich auch im Endeffekt das Fazit dort landet. Spoiler. Wir haben nicht nur die Stimme als Konsument oder Konsumentin, wir haben eine Stimme als verantwortungsbewusste Bürger und Bürgerinnen, wir haben eine politische Stimme, wir haben eine politische Stimme, die wir öfter einsetzen können, als einmal alle 4 Jahre das Kreuzel machen. Wir haben aber auch eine Stimme als Nachbar, gerade in diesem Netzwerkdenken, das sehr verloren gegangen ist, meiner Ansicht nach, in den letzten Jahren. Hat der Nachbar eine Bohrmaschine oder kaufe ich mir selber eine und habe die dann 360 Tage im Jahr im Keller liegen? Wir müssen diese Stimmen wieder aktivieren und wir müssen vor allem laut werden. Also wirklich auch einfordern. Das war ein Plädoyer. Bitte, ja, Frau Kammleitner. Bitte. Also laut werden. Ich glaube, ein Aspekt, den ich hier gerne noch ein bisschen ansprechen würde, es ist natürlich etwas, was vor allem die Frau Dell'Antonio und die Frau Hochholdinger, glaube ich, ganz gut auch
thematisieren hätten können. Eine der Fragen, die wir im Vorfeld hatten, ist, wer profitiert wirklich? Ja. Und was wir jetzt quasi abgehandelt haben, ist, warum es denn gut ist aus Nachhaltigkeitssicht und warum es auch ein cooler Trend ist. Aber ich glaube, was wir durchaus noch kurz besprechen könnten, ist es will haben, das profitiert. Wir haben schon gehört, das ist nicht unbedingt das Businessmodell. Ist es H&M, ist es Zalando oder ist es Repanet, die Caritas-Gruppe etc., die ja natürlich auch diese Angebote haben und bei denen am Ende des Tages das Geschäftsmodell auch oft dranhängt. Also ich glaube, eines der Phänomene, die wir momentan sehen, durch die Coolness, durch den Trend, ist eine Professionalisierung dieses Marktes. Und eine Professionalisierung des Marktes hat nicht immer für alle gleichermaßen Benefits, sondern da sind halt die professionellen Agenten dann auch schneller mal einen Schritt voraus. Und wir haben vor kurzem ein Projekt gemacht mit Repanet. Das ist so ein Dachverband für alle Reparaturwerkstätten etc. Zu denen gehört auch Caritas, Volkshilfe etc. dazu. Und die haben das große Thema, dass sie eigentlich nicht die Professionisten da haben. Das heißt, wenn ich jetzt online Secondhand verkaufen möchte, brauche ich eine gewisse Infrastruktur. Ich muss eine Plattform haben, die wirklich gut funktioniert. Ich muss die Mittel haben, diese Plattform zu bewerben. Ist nicht wahnsinnig leicht, wenn ich ein karitativer Verein bin. Gleichzeitig, was kriegen diese karitativen Vereine? Die kriegen natürlich das, wo schon zwei Löcher drinnen sind etc., wo man sich denkt, naja, zum Wegschmeißen vielleicht zu schade, aber verkaufen ist es mir jetzt zu mühsam. Also wir haben da so eine Imbalance im Markt, glaube ich, die ich einfach jetzt noch mal ganz kurz thematisieren möchte, weil wenn wir schon bei Appellen sind, dann ist natürlich, wie helfe ich denn wirklich am meisten? Und zwar ist das hauptsächlich dadurch, dass ich die Dinge, die noch Wert haben, die für die ich möglicherweise auch wirklich was kriegen könnte, über Marktmechanismen, Wege auch an den Nächstbesitzer bringen, die tatsächlich auch irgendwo einen anderen, weiteren Benefit haben und die nicht jetzt möglicherweise wieder H&M stützen auf eine andere Art und Weise. Aber darf ich da nachfragen? Mhm. Es gibt in Österreich viele Einzelinitiativen, also Es gibt Reparaturcafés, es gibt Tauschbörsen, Sie wissen das besser, Sie haben das in Ihren Büchern beschrieben, aber schließt das einander aus? Auf der einen Seite die Professionalisierung oder die Frage an Sie und auf der anderen Seite dieser individualistische Zugang? Ja. Es schließt nicht, nicht einander aus, aber es bedeutet, dass die Profite, die daraus erwirtschaftbar sind, ungleich verteilt sind. Mhm. Weil wenn ich das Wertlose dorthin bringe, wo eigentlich das Geld am dringendsten gebraucht wird, genau. Dann habe ich, am Ende des Tages ist es eine Möglichkeit, auch sozial etwas zu bewirken, indem ich entscheide, bringe ich das jetzt zum H&M oder bringe ich es zu Caritas? Und in dem Moment, in dem ich es zum H&M bringe, weil ich dort sowieso hingegangen wäre, habe ich eine Möglichkeit verpasst, Mehrwert zu stiften, der jetzt auch Unternehmen hilft, die sozial eine größere Ambition haben als jetzt H&M, die sich dann natürlich auch glaubhaft auf ihren entsprechenden Report draufschreiben können. Ja. Ich arbeite viel mit den Spendenorganisationen zusammen, gerade beim Bereich Secondhand. Und es hat mir nicht nur einer von den dort Verantwortlichen gesagt, unser größter Konkurrent ist Willhaben. Weil alles, was Menschen noch als, okay, da könnte ich jetzt noch ein paar Netsch rausholen, das könnte ich jetzt noch weiterverkaufen, kommt auf Willhaben und der gesamte Rest wird gespendet. Und das hat noch einen Rattenschwanz an einer, also da hängt eine Riesenproblematik dran. Und zwar, wenn an diese Organisationen Ware in schlechter Qualität gespendet wird, dann glaubt man zwar, man hat was Gutes getan, aber in Wahrheit hat man denen Kosten angehängt, weil die müssen die Entsorgungskosten tragen. Und die sind in der Menge, in der an die großen Organisationen gespendet wird, teilweise wirklich schwierig zum Daheben. Das war auch der Grund, jetzt muss ich auch ein bisschen Eigenwerbung machen, das war letztes Jahr eine große Kampagne, die ich gemeinsam mit Babem ist der Secondhand-Shop, der an SOS Kinderdorf angeschlossen ist, durchgeführt habe. Wir haben es genannt, die gute Spende. Und es war wirklich wichtig, in die Köpfe der Leute reinzukriegen, hey, wenn du einen Kaschmir-Pullover hast, na klar, kriegst du für den auf Willhaben noch 40 Euro. Toll.
Aber im Endeffekt sind das 40 Euro, die du an SOS Kinderdorf spenden könntest, ohne dass es dir wehtut, weil du nicht auf dein Konto greifen musst, sondern es ist da, du brauchst das nicht mehr, du kannst es spenden. Bitte spende gute Qualität, damit die Wiederverkaufbarkeit gegeben ist. Das ist wirklich noch ein Riesenpunkt, weil was an Spenden reinkommt, das sind, also gerade bei der Caritas laufen die ganzen, wer direkt bei den Carlas abgibt, das wird auch direkt bei den Carlas verkauft. Wer in die Spendenboxen von der Caritas wirft, das kommt ins Caritas-Lager in Floridsdorf. Ich weiß nie, ob es Donnerstadt oder Floridsdorf ist. Ich glaube Floridsdorf, das Große. Die sitzen dort auf tonnenweise Kleidung. Die können es teilweise nicht mehr durchkuratieren, weil einfach die Ressourcen nicht da sind. Das heißt, das Sinnvollste ist wirklich direkt selbst Sinn stiften. Das heißt, direkt in die Geschäfte bringen, direkt abgeben und auf die Qualität achten. Darf ich Sie jetzt noch im Publikum fragen? Ja, wir haben da bitte eine Wortmeldung, zweite Reihe. Bitte schön. Bitte? Wir haben da ein Mikro. Damit es auch über den Livestream hörbar ist. Ah, so. Ja, da ist ein Mikro. Jetzt sehe ich es auch. Ja, herzlichen Dank für die sehr interessanten Vorträge, als auch die Diskussion. Was ich mich bei dem Gespräch gerade eben frage, ist, eine Erfahrung, die man ja sammelt, ist, wenn was nichts kostet, dann will es auch keiner haben. Ja, also bei Willhaben reinzustellen, dass ich was zu verschenken habe, wird dazu führen, dass ich drauf sitzen bleibe. Ja, es vor die Tür zu stellen und sagen, es ist noch gut, bringt es wahrscheinlich eher, weil jemand vorbeiläuft und sich direkt anschauen kann. Wie gehe ich damit um? Also das heißt, eine Spende über Willhaben zu machen beispielsweise, die man ja durchaus in der Nachbarschaft verteilen möchte, dann schreibe ich 5 Euro dazu. Ja, und dann kommt jemand. Gleichzeitig geht es mir nie um die 5 Euro, sondern um denjenigen, der es vielleicht dann als werthaft erachtet. Wie geht man mit so einem, sag mal, mit unserem Bias gegen was Kostenloses im Grunde um? Ja, das ist eine häufige Beobachtung auf Willhaben, soweit ich weiß. Und wie man damit umgeht, ich glaube, die Lösung war schon da. Also verkaufen und dann halt selbst spenden das Geld. Also das ist wahrscheinlich die pragmatischste Lösung dafür. Gibt es auch momentan wirklich eine Aktion, die läuft jetzt gerade, auch viel haben, von der Diakonie, glaube ich, ist das, ja, von der Diakonie, die sagen, was du verkaufst, wird gespendet, und also quasi der stellst auf viel haben, verkaufst über viel haben und das, was eingezahlt wird, geht automatisch als Spende in Richtung Ukraine. Mhm. Bitte schön. Wir haben gehört, dass der Second-Hand-Markt in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist, die auch aufgrund dieser Plattformen, der digitalen Plattformen, die wie Schwammeln aus dem Boden sprießen, wie Sie gesagt haben, Frau Kaller. Ich finde es persönlich auch super, wenn man heimlich die Spielsachen der Tochter verkaufen kann auf diesen, auf diesen Plattformen. Was mich aber interessieren wird, aber die schläft schon, hoffe ich. Was mich interessieren wird, ist, wir reden hier vom B2C-Bereich. Ja. Mhm. Im B2B-Bereich lässt sich da auch ein ähnlicher Trend möglicherweise erkennen in Richtung, nennen wir es mal Secondhand, aus dem Baubereich, wo ich ein bisschen Einblick habe. Gibt es jetzt die eine oder andere Organisation, die sich darauf spezialisieren, Komponenten aus Bauwerken wiederzuverwenden, in neuen Projekten dann wieder einzubauen? Das ist aber der Baubereich. Gibt es hier generell vielleicht einen Trend? Können Sie da die Zukunft ein bisschen abschätzen? Erwartungsvolle Blicke an mich. Das, was ich im B2B-Bereich gerade eher beobachte als dieses Verwenden von bereits Benutzten, ist eine viel, viel größere Steigerung von, was machen wir eigentlich mit dem, was uns in der Produktion überbleibt. Also da passiert gerade, also da beobachte ich gerade, dass auf vielen Ecken sehr, sehr viel passiert. Von sehr, sehr spannend, letztens erst gelernt, ein Handtuchhersteller, der was bei diesen 3 Kilo Faserrollen überbleibt, was nicht mehr verwebbar ist, der sammelt die jetzt alle zusammen, spult die neu auf, färbt die ein und verbraucht damit wirklich jedes Stück Faser, das er ankauft. Also Faden. Das hast du früher halt nicht gehabt, dann sind die halt weggehaut worden. Also dieses Ressourcenbewusstsein, das ist schon sehr viel größer geworden. Das liegt aber auch zum Beispiel gerade in der Baubranche daran, dass wir massive Lieferprobleme haben momentan.
Jede Baustelle braucht momentan 6 bis 8 Monate länger, weil einfach die Ware, die Rohstoffe nicht daherkommen. Da könnten wir jetzt aber das Thema Corona aufreißen, da könnten wir jetzt das Thema Suezkanal, überhaupt allgemein internationaler Handel aufreißen, ist ein bisschen viel. Aber die Ressourcenthematik sehe ich da viel, viel stärker als wirklich die Secondhand-Thematik. Wollen Sie dann noch vielleicht ergänzen, dauert das einfach noch ein bisschen, dass sich das hochmeandert. Nicht meine Baustelle, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das, was Sie gesagt haben, will ich schon noch gegen Ende ansprechen, die 2 Jahre jetzt, weil Sie Corona gesagt haben, anreden, weil ich glaube, das hat schon einen großen Impact auf diese Fragestellungen. Aber bevor wir das tun, bitte ich die Kollegin, dass sie uns aus dem Chat 1 oder 2 Fragen zur Kenntnis bringt, je nach Komplexität. Genau, wir haben eine Frage aus dem Chat. Es wurde vorhin erwähnt, dass H&M sich auf einer Online-Plattform eingekauft hat. Inwiefern nutzen diesen Dienst und sehen Sie es als eine gefährliche Entwicklung für Secondhand? Ich werte sowas eigentlich nicht in gefährlich oder nicht gefährlich. Es ist eine sehr trockene Beobachtung, dass die großen Fast-Fashion-Konzerne inzwischen überrissen haben, dass das Thema Secondhand ein Riesentrendthema wird und damit Profit machen wollen. Das ist der einzige Hintergrund dieses. Die holen sich jetzt auch noch das Geschäft aus der Ware, die sie selber nicht produziert haben. Ich finde es ein bisschen frech, ehrlich gesagt. Vielleicht darf ich da ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube, es wird eben auch gerade bei den großen Konzernen extrem als Signaling-Wirkung genutzt. Nicht unbedingt als Profittreiber. Ich weiß jetzt zum Beispiel von Zalando Pre-Owned, die machen damit kein Geschäft. Aber sie bekommen gerade die Leute, die Secondhand als nachhaltig sehen und die das auch sehr gerne haben, dass ihre Konsumunternehmen sozusagen nachhaltig sind, die finden das super und deswegen wird mehr bei Zalando gekauft, nicht weil Secondhand da im Endeffekt der Profittreiber ist. Du gibst mir ein traumhaftes Stichwort, weil da kann ich verlässlich die Decke hochgehen. Es ist das ganze Thema Secondhand in der Kommunikation inzwischen wirklich ein großes Trendthema, auch wenn es so quasi in den verschiedenen Zielgruppen noch nicht ganz angekommen ist, wie wir jetzt gesehen haben. Aber Zalando Preloved ist für mich das ultimative Beispiel, wie man diesen Trend schamlosest ausnutzt. Denn was ganz, ganz viele nicht wissen, liebe Leute, wenn ihr online bestellt, wenn ihr Neuware online bestellt, wurscht wo, und die zurückschickt, dann wird die in den meisten Fällen entsorgt. Die landet nicht im Wiederverkauf, die wird dann nicht wieder an wen anderen geschickt. Die landet entweder bei irgendwelchen Zwischenhändlern, die das Zeug dann billig verhökern, oder die wird verbrannt. Das kommt auch häufig vor. Und Zalando, und das kann man ihnen gerne hoch anrechnen, das finde ich gut, hat nun die ganze Logistik, also schon vor 2 Jahren oder so, so umgestellt, dass die zurückgeschickte Ware sehr wohl wieder im Erstverkauf landet. Aber das haben sie dann als Pre-Loved bezeichnet. Entschuldige Leute, wenn ich eine Hose bestelle, die nicht einmal über den Hintern kriege, zurückschicke, dann war die nie Pre-Loved. Sorry, die habe ich nicht geliebt, die habe ich verflucht. Und da wird wirklich genau dieses, ach toll, und es ist schon gebraucht, und das gute ökologische Gewissen wird da schamlos ausgenutzt. Sie sind mit der Kampagne zum Glück ein bisschen zurückgefahren. Also die haben da sehr viel Gegenwind bekommen. Vielleicht noch einen anderen Punkt, den ich dazu gern ergänzen würde. Und das ist die Frage, eine ganz pragmatisch-physische. Wenn ich Dinge loswerden will und ich stelle sehr viel haben, habe ich meistens das Glück, irgendwer kommt einmal, dem muss ich aber dann die Tür aufmachen, ich muss dazu zu einer bestimmten Zeit und ich habe eine Transaktion und Transaktionskosten. Wenn ich weiß, ich kann das zu einem Modehändler bringen, also jetzt vor allem im Bereich der Kleidung, der ja doch ein sehr großer ist, dann kombiniere ich das mit einem Besuch dort. Also rein aus marketingtechnischer Sicht ist es natürlich sehr schlau, sowas anzubieten, weil das heißt, jetzt kommen die Leute nicht nur, wenn sie selbst möglicherweise was kaufen wollen, sondern auch, wenn sie was loswerden wollen. Ein extra Weg in mein Geschäft bedeutet extra Verkäufe potenziell. Also das ist schon auch eine ganz klare kommerzielle Logistik dahinter. Das ist der Hintergrund, warum diese Sammelboxen bei Nike, bei eigentlich Intimissimi oder alle haben es, diese Sammelboxen stehen. Und dann, wenn du dort etwas abgibst, kriegst du einen Gutschein -15% auf einen Neukauf. Das heißt, es wird wieder dieses Konsumrad weitergedreht. Großer Appell, schaut euch bitte, wenn ihr Kleidung hergibt, dann schaut euch bitte wirklich an, wo die hingeht, weil das ist ja natürlich schon wieder ein Riesenmarkt. Ja. Und
Ich weiß nicht, ob es wer kennt. Es hat vor kurzem die Zeit in Kooperation mit einigen anderen Medien ein sehr, sehr geiles Projekt gemacht. Die haben es genannt Sneakerjagd. Die haben Promis Sneaker spenden lassen, haben diese Sneaker mit GPS-Sendern ausgestattet. Das war ja meine Traumkampagne bei Greenpeace, das hätte ich so gern gemacht. Und haben die in die verschiedenen Spendenboxen geworfen. Und Nike hat jetzt echt ein Problem. Sie haben es bei Nike in diese Spendenbox gehaut und haben diesen Schuh dann verfolgt. Dieser Schuh ist gelandet in einem europäischen Land, ich will jetzt nichts Falsches sagen, und haben rausgefunden, dass Nike nicht, also keiner dieser Schuhe wird irgendwie weiterverwendet. Die gespendeten Schuhe werden alle geschreddert und die sind dann aber übrigens auch draufgekommen, blöd, es werden auch neue unverkaufte Schuhe auch wiederum geschreddert und das wird dann wiederum verkauft als diese coolen getupften Sohlen und da sind jetzt alte Sneakers mit drinnen. Ich bin volle Wäsche drauf reingefallen, komplett. Ich habe vor der Sneakerjagd mir solche Sneaker. Aber die haben jetzt echt ein rechtliches Problem. Weil diese Zerstörung von Neuware, ich glaube, es war in Deutschland oder Holland, de facto eigentlich nicht erlaubt ist. Aber es wird dir alles erklärt mit Recycling und ursuper. Und wenn ich das Wort recycelbar übrigens höre, kriege ich auch Anfälle, weil recycelbar kannst du auf alles draufschreiben. Alles. Aber das Ding ist, du musst es auch richtig entsorgen und es muss das richtige Abfallwirtschaftssystem dahinter stecken. Weil wenn ich eine recycelbare PET-Flasche in den Restmüll werfe, dann wird die genau verbrannt. Weil das wird nicht aussortiert. Deswegen, eben kommunikativ gibt es da unfassbar viele Fallstricke. Und der große Appell, schaut euch an, wo euch eure Ware hingeht. Darf ich Sie jetzt noch einmal fragen, ob es von Ihrer Seite, von unserem Auditorium noch eine Anmerkung gibt oder eine Frage gibt? Bitte schön, das Mikrofon steht bereit. Eine ganz kurze und eine etwas längere Anmerkung hätte ich. Die kurze ist zur Frage mit den Baustoffen. Da kann ich empfehlen, schauen Sie mal unter Baukarussell. Das ist etwas, was es jetzt seit ein paar Jahren in Wien gibt, wo man auf diesem wirklich sehr schwierigen Feld, weil gerade wo es um Bau geht, das muss ja dann noch halten und da geht es um Gewährleistung und die tun da ganz tolle Sachen. Das andere ist dort ein bisschen länger und ich erlaube mich kurz vorher vorzustellen, warum ich Ihnen das erzähle. Die Nuno Kallo ist so wahnsinnig viel, haben wir am Anfang gehört. Ich versuche das seit 20 Jahren schon so auf den Punkt zu bringen, wenn mich wer fragt, was ich bin, dann sage ich, ich bin akademischer Müllmensch. Das kommt daher, ich habe an der WU, an der noch alten WU studiert, habe dann dort auch 5 Jahre als Assistentin verbracht und zum Thema Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit geforscht und bin jetzt seit 15 Jahren, wie die Zeit vergeht, dort, wo in Wien ein Müllmensch hingehört, bei der MA48. Und was ich Ihnen eigentlich als Input noch sagen wollte, ist, wir haben jetzt viel gehört über Secondhand, Consumer zu Consumer und total spannende Sachen, wo dann das Business da reinkragt und tolle und weniger tolle Sachen macht. Und mein Input ist, es gibt in Wien dann noch was, wo eine andere Schnittstelle dazwischen ist. Nämlich, es gibt ja Leute, die was haben, das noch gut ist, aber das wirklich nicht mehr haben wollen, aber sich ja überhaupt nicht drum kümmern wollen. Und da gibt's in Wien den 48er-Tandler, das ist der Second-Hand-Markt der Stadt Wien im 5. Bezirk. Und all die Dinge, die jemand am Missplatz abgibt und aber nicht als Abfall, sondern in die Tandlerbox stellt und sagt, das ist noch gut, das wird im 48er Tandler verkauft, ist, um es ganz kurz zu reißen, ein bisschen größer als der Raum. Wir haben uns bemüht, das damals auch sehr, wie wir es 2015 eröffnet haben, schick und vintage-mäßig zu gestalten, einfach um aus diesem Schmuddel-Image, es gab seit 30 Jahren den 48er Bazaar, aber den kennen nur Insider, aber das ist ein Geschäft, wo man uns gedacht haben, da kommen die Leute vielleicht wirklich hin. Und tatsächlich, vor Corona waren an durchschnittlichen Tagen 1000 Leute pro Tag in dem Geschäft, also es wird sehr gut angenommen. Wir haben vor einigen Jahren dann in Zusammenarbeit mit der WU auch mit einem Pro-Seminar eine Erhebung gemacht, wo wir dann auch gesehen haben, ja, hat sich vieles gedeckt mit dem heute präsentierten Zahlen. Es sind ein bisschen mehr Frauen als Männer, die hinkommen, aber es sind unterschiedliche Altersschichten, es sind unterschiedliche Einkommens,
Schichten, es ist ein sehr buntes Publikum. Also, und dann wollte ich noch sagen, weil die Frage aufgekommen ist, was passiert mit dem Geld, ist natürlich bei so einem der Stadt Wien zugehörenden Altwarenmarkt auch nicht so einfach, weil die Stadt Wien dafür eigentlich, oder eine Magistratsabteilung wie wir, dafür eine Einnahme nicht einfach verschenken. Aber da haben wir, wie der Tandler geschaffen wurde, per Gemeinderatsbeschluss uns genehmigen lassen, das, was dort eingenommen wird, das geht karitativ und guten Zwecken zugute. Also zum Beispiel dem Wiener Tierquartier, oder es gibt auch Warnspenden aus dem Tandler, zum Beispiel an die Gruft, oder natürlich aktuell ist das Thema Ukraine auch im Raum. Danke vielmals. Danke. Kann ich bestätigen, super Laden. Hinschauen. Frau Kammleiter, wollen Sie da noch ergänzen oder lassen wir es stehen? Ich bin dankbar für den Beitrag, genau. Der, glaube ich, auch ein bisschen was aufgreifen konnte, was die entfallenen Kolleginnen. War super Information. Dann darf ich gegen Ende jetzt doch noch auf die Frage zurückkommen, Frau Kammleitner, Corona, diese letzten zwei Jahre. Sie haben Daten präsentiert. Sind das schon die Folge dieser zwei Jahre? Ja. Haben Sie empirisches Material, wo Sie auch über das Zeitfenster hinaus vergleichen können? Und daran anschließend, wie wird es weitergehen? Wie gesagt, ich habe ganz am Anfang die Preissteigerungen erwähnt, die enorme Inflation. Wird das einen Boost bedeuten für den gesamten Markt? Oder was sind da Ihre Aspirationen dazu? Ja, also die Daten waren, wir haben keine Vergleichsdaten, wo wir dieselbe Befragung in der Vergangenheit durchgeführt hätten. Ich kann nur was dazu sagen von anderen Studien, wo man schon sieht, dass es generell einen Auftrieb erlebt hat in Corona-Zeiten. Natürlich, Willhaben war immer noch zugänglich, selbst wenn sonst alle Geschäfte geschlossen waren. Und wenn jemand etwas dringend gebraucht hat, gab es zwei Möglichkeiten, online bestellen oder über Willhaben oder ähnliche Plattformen gehen. Ja? Und viele Menschen sind da zu Willhaben und Marktbegleitern gewechselt. Corona selbst hat das Ganze beflügelt, auch auf einer anderen Ebene, weil als Corona begann, da war so diese große Frage, was passiert jetzt? Werden jetzt die Menschen weniger nachhaltig, weil sie sich auf sich selbst fokussieren und noch egoistischer werden, oder bekommt Nachhaltigkeit womöglich einen Boost? Das Letztere ist passiert. Und das ist eine sehr positive Entwicklung, und die involviert natürlich auch das nachhaltige Lebensweisen, und dazu gehört natürlich das Verwenden von Pre-Loved-Artikeln, von Gebrauchtwaren, dass die auch Zustrom erfahren haben. Wie geht's weiter? Sie haben den wesentlichen Punkt erwähnt, ökonomische Knappheit ist etwas, was dezidiert jetzt mal zum Schlagen kommen wird und wiederum nicht die ganze Bevölkerung gleichermaßen treffen wird. Was hat das für eine Konsequenz? Schwer zu sagen, weil es in zwei Richtungen geht. Und die eine Richtung ist, ja, es wird noch etwas, was noch viel mehr Sinn macht, weil man etwas günstig kriegen kann. Auf der anderen Seite kommt das Stigma aber dann wieder zurück. Also dieser Trade-off zwischen Stigma und Trend ist etwas, das durch Einkommensknappheit vor allem in die Stigma-Richtung wieder befeuert wird. Das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert, aber langfristig Menschen, die aus einer Kriegsgeneration kommen oder aus einer Nachkriegsgeneration kommen, die haben noch erlebt, dass man alles wieder und wieder verwenden musste. Das ist eigentlich eine Notwendigkeit gewesen, und das Tolle ist, endlich was Neues zu haben. Und je knapper die Ressourcen werden, je mehr Menschen so etwas erleben, desto weniger setzen sie auf gebrauchte Güter. Aber was sicher immer dazu kommt, und das ist ein Punkt, den wir heute nicht diskutiert haben und den ich jetzt auch gar nicht aufmachen möchte, ist, es kommt darauf an, wovon wir sprechen. Welche Produkte sind es denn, bei denen es besonders wichtig ist, dass sie nach außen etwas darstellen? Bei der Küchenmaschine ist es wirklich relativ egal. Das ist ein Signal an mich selbst primär, aber sonst sieht das niemand. Bei Kleidung ist es etwas ganz anderes. Das sieht jeder. Und dadurch ist aber Kleidung auch schneller mal stigmatisiert als die Küchenmaschine. Wobei Küchenmaschine, das mit Essen in Berührung etc., da gibt es dann wieder die größten Hygienebefürchtungen. Und Hygiene ist, wie wir auch gehört haben, kurz die Hauptbefürchtung. Das ist der Hauptgrund, warum Menschen nicht im Gebrauchtwarenmarkt tätig werden und nichts Gebrauchtes wollen. Frau Kaller, darf ich Sie auch noch bitten um die Einschätzung der rezenten Entwicklungen? Ich freue mich, wenn Sie sagen, die Beobachtung war definitiv, dass der Trend Richtung mehr Nachhaltigkeit gegangen ist. Ich habe ja im ersten Lockdown eine Liste erstellt an Läden. Also ich habe den Aufruf gestartet, alle, die jetzt online
kontaktfrei liefern können, können sich bei mir auf der Liste eintragen. Das heißt, ich habe das Kaufhaus Österreich gemacht, das funktioniert. Es ist ein bisschen ein Genuss, ich gebe es zu. Und ich habe aber beobachtet, auf der einen Seite, ich habe Massen an E-Mails bekommen, nämlich die genau in diese, vor allem, ich würde jetzt gar nicht unbedingt nachhaltige Produktion nennen, sondern der Riesenboost war die regionale Produktion. Da ist es den Leuten, und zwar ein großer Schlüsselpunkt, also so ein Knackpunkt war, wie am Anfang die Masken und das OP-Quant und alles mögliche knapp war und dann sogar aus dem Wirtschaftsministerium kam ein, wir müssen die Produktion wieder herholen. Da ist vielen ein Licht aufgegangen, von wegen, Moment einmal, ist das ein bisschen blöd, wenn wir da von Bangladesch und China und sonst was abhängig sind, weil wenn wir in so einer Situation sind, was dann? Das hat bei sehr vielen was verändert, aber auf der anderen Seite, ich wohne in der Nähe der Mahü und es war wirklich beeindruckend, jedes Mal, wenn der Lockdown vorbei war, sind die Leute Schlange gestanden, teilweise 2-3 Blocks. Und ich habe mir dann genau die Geschäfte an. Ich bin wirklich rauf und runter gegangen, habe die Leute beobachtet und mir angeschaut, vor welchen Geschäften stehen sie. Die sind ausnahmslos nicht vor Geschäften gestanden, wo du persönliche Beratung brauchst. Da hätte ich es ja noch verstanden. Sondern die sind gestanden vor Zara, die sind gestanden vor Pull and Bear, vor dem H&M, vor dem C&A und so weiter. Und da hat meine Theorie dann wieder zugeschlagen, die wollten die Glücksgefühle haben, die wollten das Herumnasern im Geschäft haben, die wollten einfach wieder dieses Gefühl der Normalität auch haben. Einfach mal wieder in den Laden gehen und sich umschauen, weil das Ding mit den Glückshormonen war in den letzten 2 Jahren, das war jetzt nicht so leicht zu erreichen. Teilweise durften wir ja nicht einmal Sport betreiben, der auch Glückshormone wo du auch Glückshormone produzierst. Und damit sehe ich das Pendel, wie so oft, in zwei Richtungen stärker schwingen als vorher, aber das Pendel geht in beide Richtungen. Also eine Beobachtung, die es durchaus auch gibt, auch datengestützt, ist, dass Menschen vor allem bei Dingen, die man länger hat, mehr überlegen. Also weil man einfach erlebt hat, man sitzt auf derselben Couch einfach wahnsinnig lange während einem Lockdown. Ja. Man sieht dasselbe Bild an der Wand wahnsinnig lange. Also mit Dingen eingesperrt zu sein, schärft schon auch einmal Qualitätsbewusstsein. Also das ist, und Qualität bedeutet Nachhaltigkeit in vielen Fällen, weil einfach je länger ich etwas verwende, je öfter ich es verwende, desto mehr Ressourcen habe ich am Ende des Tages gespart. Also das ist durchaus ein Trend, Qualitätsbewusstsein, wo auch Menschen, die sich vielleicht sonst nicht geleistet hätten, sagen, nein, da investieren wir jetzt. Aber was jetzt passiert, ist natürlich wieder, ups, es wird schwieriger zu investieren, weil man kann nicht antizipieren, wie teuer die Dinge noch werden. Ich habe meine Mieterhöhung schon gehabt, ich schätze viele von Ihnen auch, oder sie kommt dann noch, die Stromkosten sind schon in die Höhe gegangen etc. Und das ist einfach auch eine, Lebensmittelkosten sind nachweislich sehr stark in die Höhe gegangen. Das bedeutet natürlich, wo spare ich als nächstes? Und ja, die Frage ist, ob man dann spart, indem man sich doch wieder die ganz billigen Dinge kauft oder nachhaltiger lebt. Das ist, die Frage ist offen, aber ich glaube, die Nachhaltigkeit hat einen nachhaltigen Auftrieb erhalten. Ja, bei der Kleidung war es so, dass gerade die Fast-Fashion-Hersteller hatten Rekordeinbrüche. Ich glaube, beim H&M waren es sogar über -50% Umsatzeinbruch weltweit. Ich glaube, Zara war das, habe ich letzte Woche gelesen, hat das Vor-Pandemie-Niveau schon wieder überschritten. Also das war ein kurzer Flump, wo wir alle Jogginghosen gekauft haben und keine Kleider. Und ist jetzt schon wieder oben. Ernsthaft, es waren wirklich auf den Fast-Fashion-Seiten, waren die Jogginghosen überall ausverkauft. Habe ich sehr lustig gefunden. Und der XXXLutz hat seinen Rekord ja eingefahren und das hat wieder mit der Pragmatik zu tun, um den Kreis zu schließen zum Secondhand, weil es halt einfach wahnsinnig mühsam ist, Möbel abzuholen von anderen Menschen, die man dann auch selbst auseinanderbauen muss. Da spricht, die Pragmatik ist, glaube ich, einfach ein Punkt, wenn wir über den gesamten Sektor reden. Das ist ein Punkt, den dürfen wir einfach nicht vergessen. Und da ist Transport nach wie vor eines der großen ungelösten Themen. Gut, Qualitätsbewusstsein soll bleiben. Auf die Lockdowns können wir in Zukunft verzichten. Aber Sie kennen das sicher, Niels Bohr wird ja das Zitat nachgesagt, Prediction is very difficult, especially about the future. Also das Voraussehen ist sehr schwierig, speziell wenn es die Zukunft betrifft. Und in dieser Situation sind wir immer in unserem Leben und gerade jetzt, was die Rahmenbedingungen dieser Leben, unserer Leben betrifft, besonders stark ausgesetzt diesem
Unbestimmten, was da noch kommen wird und was da noch kommen mag. Danke für das interessante Gespräch, für die Veranstaltung. Danke Ihnen, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie aufmerksam waren. Danke den vielen Beiträgen. Danke den Gästen im Live-Chat für das Zuschauen. Und zumindest nach der Webseite darf ich dann noch die nächsten WU-Talks ansagen. 4. Mai, es geht um die globale Mindeststeuer und die Frage, ob das tatsächlich ein weltweites Steuerdumping vermeiden wird. In diesem Sinne verbringen Sie noch einen angenehmen Abend. Danke vielmals.